Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Zunächst einmal sorry für meine Stimme, auch wenn man das nicht mehr wirklich Stimme nennen kann, denn ja, Freitag war ich feiern heute im Stadion, das heißt meine Stimme ist ein bisschen durch, allerdings versuche ich natürlich trotzdem Videos zu machen und ich denke mal, das geht auch, es hört sich halt nur extrem fertig an, aber das ist ja nicht so schlimm, das kann halt mal passieren und das ist halt der Nachteil, wenn man nicht vorproduziert, sondern jeden Tag immer neue Videos aufnimmt, um Aktualität zu erhalten. Ja, Newcastle hat gewonnen heute gegen QPR und mal sehen, wie es hier heute weitergehen wird, wir sind ja schon eine Saison weiter. Und schauen wir mal. Abschlussbericht zu Nathaniel Clyne. Wir spielen im letzten Spieltag gegen Crystal Palace. Da müssen wir gewinnen. Das ist ganz wichtig. Und deswegen motivieren wir unsere Jungs nochmal. Aktuell ist aus Spanien aber 8 Spieler am Start. Victor Rodriguez, den scout ich sogar mal. Samir, habe ich noch nie gehört. Sieht aber nicht scheiße aus. Jordi César. Oh, ist geglitscht. Sehr schön. Auch den beobachten wir mal. Diop, Tremolina, Castro, Alfaro und Vietto. Ne, den Rest haben wir, glaube ich, schon beobachtet, oder? Ja. Gut, dann lassen wir das so. Und Nathaniel Clyne gucken wir uns nochmal an. Sieht schon ziemlich stark aus. Hat einen Marktwert von 5.000.076. Ist 25 Jahre alt. Wäre eine Option. Ja, ist nicht der allerbeste Spieler, beziehungsweise nicht der allerwichtigste Spieler jetzt. Aber ging auf jeden Fall klar. Und hier haben wir die gleichen noch. Alles klar. Gut, dann simulieren wir weiter bis zum Spiel. Und senden unsere Mannschaft ab. Genau. Haben wir noch Michael Forsell? Ja, haben wir sogar. 63er Rating. Aber der muss einfach trotzdem mit. Und zwar für... Ja, Markanen will ihn nicht raus. Und was Krab. Obwohl, wie alt ist Krab? 21. Der will eh nichts mehr erreichen. Dann nehmen wir lieber Michael Forsell mit. Wie sich das gehört. Und senden unsere Mannschaft ab. Und gehen zum 22. Mai 2016 vor. Um gegen Crystal Palace anzutreten. Da sind wir schon... Abschlussbericht zu Januzaj, ein Spieler aus England und zwar Igalo, der mittlerweile bei Watford spielt. Januzaj ist fertig, sieht an sich nicht schlecht aus, aber ist natürlich auch ein extrem mainstreamhafter Spieler. So, Stürmer wird wieder Ben Yedder werden natürlich, wir spielen mit absoluter Top 11, zumindest soweit es halt möglich ist. Auf der linken Seite kommt Kabeja, auf der rechten Seite kommt Niang in absoluter Topform momentan. In die Defensive kommt Sippel auf die 6, neben Johannes Geis, Yang Ambiwa und Laporte sind wohl momentan die Besten, weil die Formkurve nach oben zeigt, wobei, doch lassen wir mal so, Santon geht runter, deswegen lassen wir auch Haidara drin, müssen wir noch irgendwie mitnehmen, nehmen wir vorsichtig mal Goufra für Coman mit und dann gehen wir in die letzte Partie der Saison, ich bin sehr gespannt, entschuldige mich nochmal für meine Stimme, oh Gott, wie soll ich jetzt das Spiel kommentieren, ach du Scheiße, gar nicht drüber nachgedacht, egal, kriegen wir hin, bis gleich und viel Spaß. Das letzte Spiel der Premier League-Saison 2015-2016 für Crystal Palace und Newcastle im Selhurst Park. Wollte Crystal Palace heute nochmal einen positiven Abschluss der Saison gegen den momentanen Tabellenfünften herbeiführen. Die mussten gewinnen, um sicher zu sein, dass sie international spielen würden. Für Crystal Palace im Mittelfeld die Saison gelaufen. Die konnten nicht mehr weiter nach oben, von daher war das hier heute sozusagen Schaulaufen für Newcastle United. Und die mussten, wie gesagt, gewinnen, denn man wollte nächstes Jahr international spielen und nur so war das überhaupt möglich. Dementsprechend die beste Elf auf dem Rasen, die man sich überhaupt leisten konnte und das kurz vor dem Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona. Man wollte also niemanden schon, denn man wusste auch, die Liga ist genauso wichtig wie dieses Finale. Trapp beispielsweise mit dabei, Laporte mit dabei, Janmann mit dabei, momentan Niederländer der Dauerbrenner bei Newcastle. Wir gucken uns erstmal die Elf von Crystal Palace an. Price, Kelly, Friars, Dan Ward, Jedinek, Ledley, Bannon, Bolasie, Williams und Artyom Rudnevs in der Sturmspitze. Sieht nicht schlecht aus, allerdings nicht so ansatzweise so gut wie die Elf von Newcastle, wenn man sich die mal hinten reinzieht. Wir schauen uns die gleich an, während wir hier schon mal einen kleinen Überblick haben, wer da heute so spielt im Tor. Natürlich wie immer Kevin Trapp, dann Janmaat Laporte, Yang Ambiwa, Haidara, Geis und Sippel auf der Doppel-6 und vorne Niang, De Jong, Kabeja und Wissam Ben Yedder. Eine unfassbar starke Elf und Ben Yedder momentan auf Platz 1 der Torschützenliste. Sollte sie das im Idealfall nicht mehr nehmen lassen und für ihn war das also heute der letzte Spieltag, bevor er wieder einmal die Torschützenkanone entgegennehmen sollte. Barry Bannon, der wollte heute verhindern, dass Newcastle hier gewann. Mal sehen, ob er es hinbekommen hat. Wir springen direkt mal, während wir uns hier nochmal Rémi Kabeja, den Standardspezialisten von Newcastle, angucken in die erste Szene der Partie. Und die war auf Seiten von Newcastle nach 4 Minuten. Die Flanke in die Mitte von Kabeja und Ben Yedder mit dem ersten Kopfball. Der geht am Tor vorbei. Schöne erste Szene der beiden Franzosen in der Kooperation. Allgemein die französische Vorderreihe heute sehr aktiv in den ersten paar Minuten. Doch dann kam das erste Mal Newcastle, ja, Newcastle Defensive zum Einsatz. Ball auf Rudnevs, der verlängert mit dem Kopf. Williams nochmal auf Rudnevs zurück und der versucht es mit dem Lupfer. Aber der geht übers Tor von Kevin Trapp, kein Problem für den Deutschen, denn er muss da gar nicht erst eingreifen.
Die nächste Szene dann wieder von Newcastle, wunderbarer Ball nach vorne auf Geist und der kann sich dann nicht wirklich durchsetzen gegen Price, aber der, naja, hat da ein bisschen Probleme, der Ball wird zur Ecke abgewehrt und Kopfballspezialisten haben sie ja, auch wenn Laporte bisher nicht getroffen hat, die Ecke von Geist in die Mitte gerade noch beinahe gefoult worden, Laporte kommt nicht ran, Haidara versucht es mal, aber auch der scheitert an der Verteidigung und dann gab es einen schnellen Konter, denn Crystal Palace versucht es nach vorne und das war der Fehler, Ben Yedder im 16er, Ben Yedder mit der Übersicht, Young ist da, 1:0, 28. Spielminute, die Führung für Newcastle und die war verdient. Die Magpies in der Offensive deutlich besser als Crystal Palace. Die verteidigten zwar gut, aber hier wurden sie einmal ausgekontert und Ben Yedder macht das dann ganz uneigensinnig. Der braucht das Tor nicht mehr, der ist sowieso Torschützenkönig und Niang schiebt dann ganz überlegt einen vorbei am Price, der da chancenlos ist in der Situation. Also der Führungstreffer für Newcastle und die stellten sich jetzt ein bisschen hinten rein, versuchten das 1:0 zu halten. Hier der Fehler von Yanga Mbiwa und da ist Ledley mit dem Schuss gegen den Pfosten. Der Waliser scheitert allerdings am Gebälk und naja, dann kann der Ball im Endeffekt von Jan Matt geklärt werden. Kurz vor der Halbzeit nochmal 7 De Jong im 16er, wird allerdings auch gelaufen und das war es dann aus Halbzeit 1. Bitter für Crystal Palace, die verteidigten das gut, hatten einmal nicht aufgepasst und schon lagen sie zurück. Gut für die mitgereisten Toons, es waren zahlreiche hier im Stadion. Naja, und die Spieler, genauso wie der Trainer, waren eigentlich relativ zufrieden mit der Leistung. In der zweiten Halbzeit sollte man trotzdem aufpassen, dass man nicht irgendwie ein 1:1 kassieren sollte, denn ja, ein Tor Vorsprung ist immer ein bisschen trügerisch, kann nämlich schnell dahin sein. Wir gehen in die zweite Halbzeit und die startet wieder mit Newcastle, die versuchten hier nämlich weiter nach vorne zu spielen. De Jong mit dem wunderbaren Ball auf Niang und der ist frei durch, der muss das Tor eigentlich machen, aber mit links nicht so gut wie mit rechts und scheitert deswegen an Price im Kasten von Crystal Palace. Dann kommt Ledley und Williams, der Waliser, die beiden Waliser im Doppelspiel, Bolasi nochmal auf Williams, versucht es zumindest und dann kommt der Schuss und Kevin Trapp mit der Megaparade. Da sieht man mal, wie gefährlich Crystal Palace auch sein kann. Ein 1:0 ist halt eben doch trügerisch, allerdings juckte das die Fans von Newcastle hier nach 75 Minuten überhaupt nicht. Die feierten schon den Sieg und das internationale Geschäft und sie versuchten es weiter. Ben Yedder mit dem Ball nach vorne auf De Jong, wunderbar gespielt, gerade erst, ja, hatte man eine Riesenchance vergeben mit Niang und jetzt kommt sowas hier. De Jong versucht es, schafft es nicht. Es ging weiter mit Kontern von Newcastle. Crystal Palace war vieles nach vorne. Cabellas Hereingabe ist dann nicht mehr gefährlich genug. Und das war's aber von der Partie. 1:0 Sieg für Newcastle im letzten Spiel der Saison. Sie sichern sich das internationale Ticket und sind dementsprechend nächstes Jahr wieder vertreten im internationalen Geschäft. Bitter für Crystal Palace. Die beenden die Saison im Mittelfeld. Aber auch nicht so schlecht. Immerhin nicht abgestiegen. Und für Newcastle und die Fans ein wunderschöner letzter Spieltag in der Barclays Premier League. Wir haben es geschafft zu gewinnen und Liverpool hat auch gewonnen. Wie hat Everton gespielt? Everton hat 2-1 verloren gegen Chelsea. Das heißt, wir müssten es geschafft haben. Allerdings steht es hier noch nicht, weil hier steht nur das Finale des Champions Cups. Allerdings sind wir ja beim letzten Spieltag der Saison. Das heißt, die Folge heute wird länger. Ich bin sehr gespannt, wie ich das Ganze kommentieren werde. Ich meine, es sind nur letzter Spieltag und Champions League Finale. Es sind ja keine wichtigen Spiele oder so. Nee. Und ich muss kommentieren. Nee, alles in Ordnung. Mal sehen, wie ich das hinkriege. So, Premier League. Wir sind auf Platz 4 gelandet. Sogar noch vor Arsenal, dank der Tordifferenz. 68 geschossene Tore ist nur ein Tor weniger als Topwert von Chelsea. Allerdings auch dafür, ja, geschätzte, ich kann nicht rechnen, 17 Tore oder sowas mehr kassiert. Ist ja aber auch vollkommen egal, denn Chelsea sowieso souverän Meister geworden mit 88 Punkten. Läuft, bei denen abgestiegen sind QPR, Wigan und Norwich. Das ist keine Überraschung. West Brom, Hull und Swansea haben sich gerettet. Wo steht Newcastle? Ach ja, wir sind ja Newcastle. So eine Scheiße. Na egal. Gucken wir mal ins Büro rein, was da so steht. Jugendspieler will weg. Alto Belli. Nein. Übrigens 11 Millionen bekommen. Sehr, sehr schön. Alto Belli darf nicht weg. Hat er nicht das Recht zu. Ist mein Kader voll, dann entlasse ich notfalls jemanden, weil Alto Belli ist ein Spieler, den... Ja, okay. Spieler aus der ersten Mannschaft muss freigegeben werden. Die Frage ist, wer? Aber die Frage lässt sich zum Glück hier leichter beantworten als beispielsweise bei einem anderen Karrieremodus mit... Ich wollte mit der Türkei sagen, aber das stimmt gar nicht. Ich habe den Namen vergessen. Mit... Ja, ich weiß gerade echt nicht. Wolfsburg war es, genau, Wolfsburg. So, Curtis, hast mir lang genug auf Eier gegangen. Dementsprechend wird er entlassen. Und dazu holen wir uns Alto Belli, einen richtig schönen neuen zentralen Mittelfeldspieler. Da bin ich mal gespannt, wie der sich bei uns so entwickeln würde. Hat schwarze Haare, ist also ein südländischer Mensch. Wird ein Rotationsspieler wohl sein. Mal sehen, ob er es als unrealistisch erachtet. Ich hatte schon einige Spieler, die bei sowas gesagt haben, ey, das ist unrealistisch. Ist es aber nicht, ich meine das wirklich ernst. So, 8 Nachrichten, läuft auf jeden Fall, Vertrag akzeptiert von Marco Alto Belli, beste Pressekonferenz gegen Barcelona,
Das sieht böse aus. Wir loben unsere Mannschaft. Wir haben aktuell das aus Deutschland. Bellarabi, Kalasch, Brooks werden wir mal beobachten. Ist nur ein neuer Spieler. Ja, okay. Vertrag akzeptiert, wunderbar. Monatliches Scouting-Update. Nein. Fortsetzen. Nein, definitiv nicht. So, noch ein monatliches Scouting-Update. Fortsetzen. Nein, nein. Und haben wir noch irgendwas? Ja, Abschlussberichte, aber die sind ja erstmal relativ irrelevant. Wir kommen nochmal dazu, uns einen Scout zu kaufen. Ja, weil ich habe immer das Gefühl, das Transferbudget ist momentan bei 34 Millionen. Und wenn wir das jetzt nicht nutzen, dann würde uns der Forscher was wegnehmen. Deswegen kaufen wir uns jetzt noch einen guten Scout. Es gibt allerdings gerade keinen guten. Das ist natürlich schön. Dann machen wir es nach dem Champions League-Finale. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Saison, bis sie unser Budget quasi streichen. Wir holen uns nochmal einen 5-Sterne-Scout irgendwie. Kriegen wir schon hin. Oder 2-5-Sterne-Scouts. Ach, mal sehen. Mal sehen. Wir gehen erstmal ins nächste Spiel. So, Mannschaft einstellen auf dieses Spiel. Young ist nicht ganz fit. Ist mir egal, denn es muss mit der besten Elf gespielt werden. Und das ist nun mal die Elf, die auf dem Rasen steht. Bitte begrüßt im Tor mit der Nummer 1. Kevin Trapp. Ne? Ja, das ist 96. So, Alto Belli. Was hat er für Skills? Bitte irgendwie 5. 5 wären ideal. 5 wären mega nice. 3. Naja. Aber sieht trotzdem nicht schlecht aus, 72 mit 16 Jahren. Ich habe bei Wolfsburg einen, der heißt Santana, hat 77. Aber das ist ja irrelevant. Ne? Packen wir mal Gouffran raus. Und vielleicht kommt Aldo Belli in der Champions League im Finale gegen Barcelona zu seinem ersten Einsatz für uns. Wäre möglich. Ich gehe jetzt ins Spiel, wünsche euch viel Spaß dabei und bis gleich. Das wohl größte Spiel in der Vereinsgeschichte von Newcastle United. Die Magpies aus dem Nordosten Englands traten an in der Allianz Arena in München gegen den großen FC Barcelona, die natürlich hier klar favorisiert gegen den krassen Außenseiter aus England, die sich irgendwie ihren Weg geebnet hatten ins Finale. Ja, Barcelona mit einem 5:3 gegen Chelsea in der Gesamtwertung eingezogen ins Finale. Und gerade so hatte Newcastle gewonnen gegen den FC Bayern München. Um diesen Pokal sollte es gehen. Und Lionel Messi führte seine Mannschaft aufs Feld. Einer der besten Spieler der Welt. Und für die Defensive von Newcastle natürlich heute eine ganz, ganz schwierige Sache, den zu verteidigen. Trotzdem war die beste Elf aufgeboten, die man irgendwie aufbieten konnte. Die gleiche übrigens, ja, die man auch gegen Crystal Palace auf dem Platz gesehen hatte. Und wir gucken uns die Aufstellung von Barcelona zunächst mal an. Bravo, Alves, Hummels, Piqué, Alba, Busquets, Rakitic, davor dann, ja, Andres Iniesta noch mit Messi, Deulofeu und Neymar. Was für eine Aufstellung. Weltklasse-Mannschaft auf dem Rasen bei Barcelona. Und da kann natürlich auch die gute Mannschaft von Newcastle, personell zumindest von den Namen her, nicht mithalten. Aber auch die schauen wir uns natürlich an. Trabi, Amad, Laporte, Yangan, Biwa, Aidara, Gai, Sippel, Niang. Dann davor noch De Jong, Cabella und Wissam Ben Yedder in der Sturmspitze. Wie gesagt, die gleiche Elf wie gegen Crystal Palace im letzten Spiel der Premier League-Saison, in der sie das internationale Ticket für die nächste Saison gelöst hatten. Allerdings der Star auf dem Platz, natürlich Lionel Messi hier vor Ivan Rakitic. Und die, ja, wollten hier den nächsten Titel holen in dieser Saison, wollten das Champions League-Finale gewinnen, wollten das nächste Mal die Champions League gewinnen. Allerdings das größte Spiel, wie gesagt, in der Vereinsgeschichte von Newcastle. Und das wussten auch die Spieler und dementsprechend würden die hier alles geben, um das Ganze positiv zu gestalten. Natürlich top motiviert, Bayern Young vor der Saison gekommen. Sebastian Mitré war der Schiedsrichter für diese Partie, der Franzose pfiff das Ganze dann an. Und dann ging es los im ausverkauften Stadion vom FC Bayern München in der Allianz Arena. Und den Anstoß, ja, den machten Messi und Deulofeu. Die Fans von Barcelona in absoluter Topstimmung. Auch die von Newcastle, man hat die Choreografie gesehen. Und die erste Chance, die hatte Newcastle nach knapp 17 Minuten. Cabella geht hier in den 16er. Da kann Busquets nicht richtig hingehen. Aber dann können sie sich nicht entscheiden, wer den Ball nehmen soll. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Und dementsprechend geht nichts. Das 1:0 hier. Alba dann auf der anderen Seite auf Deulofeu. Der eine Ball auf Messi, der setzt sich gegen Yangan Biwa durch. Und dann ist es da. Das 1:0 nach 22 gespielten Minuten. Die Führung durch den kleinen Argentinier. Wunderbar gemacht. Yangan Biwa da einfach stehen lassen. Keine Chance für den Franzosen, irgendwas zu machen. Da zeigt Messi seine Weltklasse. Wunderbares Tor. Schön vorbereitet von Deulofeu. Und dann steht es 1:0. Und Newcastle muss dem Rückstand hinterherlaufen. Allerdings gaben die sich hier direkt danach nicht auf. Die wollten direkt weitermachen. Die versuchten direkt zurückzukommen. Trotzdem können wir uns hier nochmal angucken, wie klasse Messi das mit seinem starken linken Fuß macht. Da kann weder Laporte eingreifen, der dazwischen rutscht. Noch irgendwie Kevin Trapp. Und auch Bravo freute sie natürlich. Bekam allerdings gleich was zu tun. Hier mit Geist. Der setzt sich im Mittelfeld durch gegen den Sechserkollegen Busquets und versucht mal aus der Distanz. Der Schuss ist nicht schlecht, aber der Chilene im Tor von Barcelona hat diesen Ball sicher. Nicht Ter Stegen im Tor, das hatte man zunächst erwartet, aber der Deutsche auf der einen Seite war nicht der Partner vom Deutschen auf der anderen Seite. Trotzdem die nächste Chance hier mal für Sippel, der versucht mit dem Pass auf Ben Yedder, der kommt aber nicht durch und die Szene kann geklärt werden. So sah das meistens aus. In der Offensive Newcastle zwar stark, aber defensiv war Barcelona halt auch stark. Dann mal De Jong gegen Bravo. Alter Schwede, wunderbar abgewehrt vom Chilen zum
Eckball in der 45. Minute, das war eine ganz schön gefährliche Szene und die Ecke wird ebenfalls gefährlich. Geis mit dem Ball in die Mitte und da ist Ben Yedda auf der Linie geklärt, kommt zu Sippel, der nochmal mit dem Schuss versucht, abgefälscht. Piqué verschätzt sich, De Jong ist da, 1:1. 45. Minute, Sekunden vor der Halbzeit, macht der Niederländer hier den Ausgleichstreffer und was für ein glückliches Tor für Newcastle. Die Szene schien geklärt, Sippel macht ihn dann nochmal heiß, der Ball springt unglücklich auf und Piqué, der Mann von Shakira, verschätzt sich da vollkommen und De Jong ist dann komplett frei, nicht im Abseits und kann den Ball am Bravo vorbei schießen zum 1:1. Eins der schönsten Tore bisher in der Vereinsgeschichte, man muss es immer wieder sagen, von Newcastle United, denn es ebnet den Weg in ein ausgeglichenes Halbzeitspielchen, denn ja, 1:1 heißt große Chancen auf beiden Seiten. Jedoch gehen wir in die zweite Halbzeit und natürlich war Barcelona von der Ausstellung her besser, aber konnten sie es auch beweisen? Naja, irgendwie schon. 50. Minute, Messi mit dem Klasseball in die Spitze. Neymar kann sich gegen Haidara einfach durchsetzen. Frei vor Trapp und da zögert er nicht lange. Macht das 2:1. 52. Spielminute, die erneute Führung für den FC Barcelona. Die Katalanen eiskalt vom Tor. Die hatten nicht viele Chancen. Die hatten eigentlich gar keine Chancen. Aber wenn sie welche hatten, dann machten sie sie auch rein. Der Brasilianer hier mit seinem 7. Tor in der laufenden Champions League-Saison. Man könnte meinen, er wäre Top-Torschütze, aber nein, der war auf der anderen Seite. Wissam Ben Yedda, abgesehen von den beiden Kopfbällen, von ihm war bisher noch nicht viel zu sehen. Mal sehen, ob sich das noch ändern sollte. Hier nochmal die Vorlage von Messi und der klasse Abschuss von Neymar. Es ging weiter mit Newcastle. De Jong setzt sich hier klasse durch, geht in den 16er. Der Pass in die Mitte, da ist der angesprochene Ben Yedda, aber der scheitert an der Abwehr. Und daraus entsteht dann im Endeffekt ein Konter. Der Ball kommt zu Messi, der war heute extrem auffällig. Der Ball auf Iniesta, der kann sich gegen die Verteidigung durchsetzen. Frei vor Trapp, 3:1, 67. Minute. Das war wohl die Entscheidung, dachten hier viele. Die Barcelona-Fans vollkommen aus dem Häuschen, denn ihre Mannschaft, die war hier in Führung mit 2 Toren gegen Newcastle im Champions-League-Finale. Iniesta macht das ja klasse, kann sich gegen die Verteidigung durchsetzen. Laporte sieht nicht unbedingt gut aus. Aber was willst du gegen einen Iniesta machen? Der hat die Ballkontrolle des Todes und dementsprechend hier die Führung. Ja, auch verdient in gewisser Weise. Zumindest von der Effektivität her war Barcelona besser. Von der Chancenanzahl war Newcastle besser. Die spielten ihn nämlich wirklich gut und gaben sich nicht auf. De Jong mit dem Ball in die Spitze auf Ben Yedda. Wieder gegen Piqué. Kann ihn wieder auseinandernehmen. Der Schuss, das 3:2. Anschlusstreffer, 74. Minute. Und da sieht man mal die Newcastle-Fans. Und auch die, die waren richtig gut gelaunt. Es stand hier nämlich plötzlich wieder 3:2. Das heißt noch ein Tor Rückstand. Und man hatte ja noch 18 Minuten Zeit, das Ganze hier aufzuholen. Und das versuchte man natürlich auch. Direkt danach, 77. Minute. Geis mit dem Ball nach vorne in die Spitze getrieben. Wunderbar gemacht auf De Jong. De Jong steht kurz vorm 16er Schuss, geht am Tor vorbei. Trotzdem war das die Einleitung quasi für die Schlussphase und in der versuchte Newcastle alles. Caballa mit dem Ball macht das da gut, zieht Veloso mittlerweile auch eingewechselt auf sich. Ben Yedda mit dem Ball auf De Jong, der versucht mit dem schwachen Linken, der Ball aus der Distanz, geht knapp am Tor von Bravo vorbei. Trotzdem sehr gefährlich und die Barcelona-Fans waren sich jetzt mittlerweile sicher, das würde der Champions-League-Sieg werden. Doch sollte er es wirklich werden, Ben Arfa und Alto Belli kamen in die Partie. Alto Belli ist vor kurzem aus der Jugendmannschaft hochgezogen und direkt im Champions-League-Finale sein erster Einsatz im Mittelfeld. Der sollte nochmal ein bisschen was reinbringen in die Partie und Ben Arfa nochmal in der Offensive wirbeln. Mal sehen, ob das was nützen sollte. Wir kommen in die 90. Minute. Das Kopfballduell gewonnen von Alto Belli gegen Messi. De Jong mit dem Ball auf Yangan Biwa, der mit dem Fehlpass, aber noch nicht vorbei die Situation, denn er holt sich den Ball wieder. Spielt hinten rum, ist aber wichtig, denn da ist Platz. Yanmar mit dem Ball auf Morrison, der nach vorne auf Remy Cabella, der auf De Jong. De Jong im 16er. De Jong mit der Riesenchance. Der Pfosten rettet für Barcelona, aber es ist noch nicht vorbei. Es gibt nochmal einen Eckball. 90. Minute. Alle nach vorne. Alles nach vorne. Sturmkommando im 16er vom FC Barcelona. Auch Kevin Trapp macht sie natürlich auf dem Weg und der hat schon mal ein Kopfballtor gemacht in der Liga in der 90. Minute zum Ausgleichstreffer. Mal sehen, wie es heute kommen sollte. Er geht in die Mitte. Cabella mit dem Eckstoß. Die letzte Chance für Newcastle. Da ist Morrison, der kommt nicht dran und dann ist niemand mehr da. Und das war's. 3:2 Sieg im Champions League Finale für den FC Barcelona. Die Katalanen gewinnen die Champions League. Die Fans vollkommen aus dem Häuschen, aber muss ich nicht beschweren über die Leistung von Newcastle. Die haben hier klasse gekämpft, die haben alles versucht und im Endeffekt einfach nicht das Glück gehabt. Unverdient im Endeffekt der Sieg zwar für Barcelona, wenn man sich den Spielverlauf und die Chancen in Überzahl auf Seiten von Newcastle anguckt. Aber trotzdem natürlich kann man ihnen keinen Vorwurf machen, denn die Effektivität war heute einfach auf Seiten der Katalanen. Dementsprechend Sieg in der Champions League für Barcelona. Zwar bitter für die Fans der Toons, die mitgereist waren nach München, aber trotzdem dürfen auch die sich nicht beschweren. Die lobten ihre Mannschaft, die feierten sie trotzdem und der Champions League Sieg geht an den FC Barcelona.
Ja, das war ja nicht anders als erwartet. Wir haben im Endeffekt verloren gegen Barcelona. Ich werde euch aber jetzt mal hier einen Screenshot einblenden, damit ihr auch wisst, dass ich keine Scheiße labere. Das war unverdient. Das war wirklich unverdient. Wir hätten uns den Sieg verdient gehabt nach der Leistung. Die haben wirklich gut gespielt. Wir hatten einfach das Problem, die Chancen wurden nicht konsequent genutzt und sie haben halt teilweise auch gut verteidigt und vorne halt gnadenlos effektiv gewesen. Die haben halt Spieler wie Messi, Iniesta und Neymar, die wir nicht haben. Aber trotzdem, immerhin hatten wir. Bitte was? Son? Ey, Ben Yedder hat 12 Tore gewonnen, na egal. Ja, trotz dessen war es eine klasse Vorstellung im Finale. Natürlich bitter, dass wir jetzt sowohl das eine als auch das andere Finale verloren haben. Aber ganz ehrlich, wer hätte damit gerechnet, dass wir einen Champions League-Sieg holen? Ich glaube, von euch niemand, ist auch besser so. Und ja, von daher darf man das, denke ich mal, nicht zu hoch hängen. War im Endeffekt schon in Ordnung so. Und jetzt geht's in die Europameisterschaft mit Finnland. Frage ist jetzt, ob ich das nächste Episode mache. Ich glaube, weil jetzt die Saison abgeschlossen wurde. Ja, wir haben den Spieler der Saison und so, das zeige ich euch gleich nochmal, wenn es noch da ist, hoffe ich zumindest. Das haben wir alles und deswegen ist es eigentlich sinnlos. Guck mal, er möchte weg, das ist perfekt. Deswegen ist es eigentlich sinnlos, dass jetzt noch hier Ben Yedder zum Spieler des Monats. Aber man kann es leider nicht mehr sehen. Nee. Doch, da. Also hier haben wir zumindest mal den Spieler des Torhüter des Turniers, das ist Kevin Trapp. Spieler des, also Turnier ist in dem Fall die Premier League. Spieler des Turniers war auch Kevin Trapp. Und Torjäger, also hier Top-Torjäger war Ben Yedder mit seinen 26 Toren. Man muss dazu sagen, es ist beeindruckend, dass Trapp das geschafft hat. Allerdings ist Trapp für mich immer noch nicht die Nummer 1. Ich bin noch am Überlegen, ob ich den verkaufen werde. Das kann durchaus passieren, einfach weil er mir nicht gut gefällt. Der hat natürlich jetzt die ganze eine Formkurve nach oben gehabt. Warum, weiß ich halt nicht, weil er war nicht so gut. Aber ich werde da spontan entscheiden in der nächsten Episode. In der nächsten Episode sehen wir dann die EM und die Saisonvorbereitung, den Saisonabschluss für diese Saison. Packe ich jetzt hier nicht mehr rein, dauert sonst alles zu lang und das Video wird zu lang und weil meine Stimme nachlässt. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.